affetto, che si poco di più della tua piuma. Tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu, quanti anni dai, ho un lavoro strano e tu non verrà, che lo sai, mi starà vicino. Tu sei più bella che mai, ma ci da un minuto. Tu non ne dai, non ne dai, ti ha fatto entrare. Tu che mi truccia, sei tu, e anche la mia marcia in più è un po' follia. Che tu, come lei, sei mia. Se mi fai l'amore, tu scivolando nei cieli, mi chieda amore. Tu hai bisogno di me, che t'ossigeno di più. Dimmi che non sei tu il miraggio, ma sei tu. Kann ich es entsorgen, oder? Ich muss gerade wieder füllen. Achso. Hol ich wieder dann. Grün bleiben bedeutet, dass es noch gut ist. Deswegen, weil auch die Filter werden nicht regelmäßig gewechselt. Und deswegen sind wir auch nicht sicher, wie Italiener, dass da immer alles gut gemacht wird. Deswegen, wir gucken immer die Pflanzen an. Okay. Wie die Pflanzen sehr viel entwickeln, weil wir wollen damit mit dem Dampf Strom produzieren und mit dem warmen Wasser oder mit dem Dämpfe warmes Heizungswasser und Heizungswasser und Heizung. Perfetto, okay, siamo arrivati. Io fo pranzo con loro e poi ti chiamo, va bene? Allora se ce la fai, okay, this is mein Dorf, ist Abadir San Salvatore. Hier lebe ich seit 2001. Ich bin hier verheiratet. Ich kann auch Deutsch sprechen, aber heute hat es ein bisschen schön. Bitte schön. So, das ist hallo. Also, du musst mal die Treppe da hoch. Alle due e mezza. Okay. Also.
Das ist mein Viertel hier, sie sind neben einer Kirche und deswegen hat er die ganze Genehmigung bekommen und so alles drum und dran, um hier etwas zu organisieren für sie. Okay? Paolo, er hat mitgeholfen zu kochen. Ich werde euch jetzt die verschiedenen Produkte erzählen und auch sagen, was wir da alles verkosten werden. Okay? La signora che è allergica al lattosio. Man kann alles erstmal, die haben keine Milch und auch keine Kuchen. No, allora c'è Robin hier, okay. Ich habe eins gesagt. Paolo, der hat natürlich für Sie gekocht, okay? Und Michele auch, okay? Der Giada hat auch mitgeholfen mit den Blümchen und so und mit den Früchten, okay? Das rheinische Weißbrot, Knoblauch und dann natürlich Tomaten und Basilikum. Oh, lecker! Und wir haben uns mit Figatellis Leber, Lebercreme, typisch toskanisch. Ein Wort auf italienisch Brot. Der Toskan, das Brot, der man nicht essen. Und es ist eine, das hoffe ich, dass ich es richtig sage, eine Dinkelsuppe mit Pilze. Okay? Deswegen, Dinkelsuppe mit Pilze, wo die Dinkel heißt auf Italienisch Farro. Das ist unser ehemalige Getreidesuppe. Richtig? Okay? Der Farro. Und die Pilze, die einheimischen Pilze. I funghi sono locali? Ah già, attenta, Dura mai là? So viele Bilder habe ich von dir schon so. Oh. Oh. Könnt ihr euch bitte nochmal aufschneiden, ist kein Problem. Nix da, das wird besser, hält mich besser. Ich muss heute. Schokolade. Perfekto. Sie haben schon gehört, dass die Ortschaft nach der Abtei dann benannt wird. Abbazia auf Italienisch ist die Abtei. Und Abbadia San Salvatore ist das größte Dorf der Toskana, das sich um eine Abtei entwickelt hat. Es sind drei verschiedene Teile. Das ist das letzte Teil, das heißt Borgo. Ich habe das schon lange nicht. Aber okay, wenn da im Mittelalter viel Trevisch ist, ja. Man muss halt die Leitung wegmachen. Das stimmt. Und hier war praktisch das Tor, das der Eingang zum Kloster war. Auch oben im Eingang sieht man das gleiche Wappen, das wir auch oben im Eingang der Kirche San Donato am Anfang gesehen haben. Nicht hier, sondern von der anderen Seite. Aber ich wollte nicht in der Mitte der Straße dann stehen. Und man sieht, ganz in der Mitte ist ein Stück Stoff mit dem Blut des Papstes Wojtyla. Das ist die Reliquie von ihm. Aber im Schrank dort aus dem 17. Jahrhundert ist eines lateinischen Kreuzes. Sie sehen auch, dass diese acht Säulen nicht mehr die Originalen sind. Sie auch in der Der fährt weiter, der ist ja gut aufs Dach. Also, dann habe ich gedacht, ja, wo es modifiziert. Deswegen gucken Sie sich, die Hügel sehen alle gleich aus und die sehen so aus wie auf den Reisekatalogen und so. Vor uns und bald auf der linken Seite können Sie schon mal Pienza sehen.
den Skyline von Pienza. Und hier sehen Sie zum Beispiel der Domturm, der höher ist als der Rad. Also die mache ich jetzt sehr schnell aufschneiden, weil irgendwie ist das irgendwas schief gegangen dabei. Das muss ich mal gleich weg. Ist die bei dir? Ja, ja. Ja, ja, du weißt doch, dass da nichts schief geht. Piazza San Imbeni, das ist der Hauptsitz von der ältesten Kreditanstalt der Welt, Monte dei Paschi, wurde hier 1472 gegründet. Ja, du sagst, aber wir leben dann mit der Vorarbeit. Also 1000 Euro haben wir heute. Mittelbotta ist wirklich rum. Gegen das linke an der Seite geht es schon ganz leicht in den Spitzen rein. Giovanni Pisano hat sich auch zum Locker gemacht. Er hat den Mirandformen gegeben. Und er hat sehr viel Rosolotto Marmor verwendet. Der Rosolotto Marmor stammt auch aus Siena. Er hat hier sehr viele Blumenmotive reingetan. Und sehr viele Skulpturen, fast alles Skulpturen auf dem oberen Teil. Man 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Schon einer mehr.
Und wenn ganz, ganz dünn geschnitten wird, wird das Material durchsichtig. Und es ist sehr faszinierend, wenn man noch Alabasterfenster sehen kann, weil die Beleuchtung dann so strahlend im Innenraum wird. Ja, Produkte bekommen. Und darum brauchten sie mehrere Generationen, die zusammenarbeiten konnten. Und jedes Mal, wenn ein neues Baby auf die Welt kam, wurde eine neue Zypresse auf der Straße zum Landgut angebaut, sodass die Linie immer länger geworden ist. Und was sag mal, das ist toll. Ich komme ja vor wie bei König. Ja, meine Leute. Und ich bin der Prinz, fahre mit meiner Kutsche. Here we have our six red wines. Also hier haben wir unsere sechs Rotweine, auch wenn wir mehr als sechs Flaschen haben. Wir starten mit Rosso, mit Montalcino. Rotwein von Montalcino, nur Rosso. Young wine, 100% Sangiovese grape. Ein junger Wein und 100% Sangiovese Weintraube. Same Sangiovese Muscatello, but younger. Das ist praktisch die gleiche Oh, ist abgestürzt. Jetzt ist er hey. Also da wo wir aussteigen werden, okay, kannst du nicht fahren. Dann stehst du geradeaus und dann findest du einen Busparkplatz auf der rechten Seite. Von dort aus musst du. Durch einen Erdrutsch entdeckt, vor den Dieben und so, vor den Räubern, weil sie wussten ja, dass alle Gräber natürlich auch von den Räubern sehr, sehr interessant waren und deswegen die erste haben sie hier entdeckt vor 10 Jahren und durch einen Erdrutsch, wie gesagt. Nach diesem Erdrutsch haben sie gedacht, okay, wenn wir hier ein Grab. Ob das wohl gut nur mehr. Ja. Der Tempel von Petra in Amman in Jordanien. In Jordanien, wo praktisch mal eine Stadt direkt von, oder ein Grab direkt von den Felsen oder von dem Hügel rausgemeißelt hat. Deswegen, das bedeutet, dass man da keinen Fehler machen kann, weil sobald man. Sobald. Okay, dann haben wir hier noch eine Übersetzung auf Deutsch, wenn Sie fotografieren wollen. Da wird sicher besser erklärt als ich. Und wie gesagt, das ist für uns dann das Hauptgrab und das auch am besten vorbereitet, weil wir die Reifen hatten in den letzten Jahrzehnten. Ja, ich bin schon. Also, ich
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.